Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einleitung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich darf Ihnen den ersten Teil vorstellen, nämlich die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Hier schauen wir zunächst darauf, was sind das eigentlich, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung? Dies ist eine sehr allgemeine Definition. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sind geschriebene und ungeschriebene Regeln zur Buchführung und Bilanzierung aus der Wissenschaft und Praxis, der Rechtsprechung sowie Empfehlungen von Berufsverbänden. Mit anderen Worten, wir haben es einerseits mit Gesetzen zu tun, auch mit Verwaltungsanweisungen, mit Empfehlungen, insbesondere naturgemäß der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie mit der Rechtsprechung, insbesondere vom Bundesfinanzhof. Ungeschriebene Regelungen ergeben sich vor allen Dingen aus Handelsbräuchen und Gewohnheitsrecht. Das schauen wir uns noch einmal genauer an. Von welchen geschriebenen Regelungen ist hier vor allen Dingen die Rede? Das sind einerseits die handelsrechtlichen Vorschriften, dem HGB laut Paragraph 238 Absatz 1 HGB ist nämlich jeder Kaufmann verpflichtet, sich an die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu halten. Darüber hinaus ergeben sich zivilrechtliche Regelungen je nach Rechtsform Ihres Unternehmens aus flankierenden Gesetzen wie dem Aktiengesetz, dem GmbH-Gesetz oder auch dem Genossenschaftsgesetz. Die zivilrechtlichen Regelungen werden durch steuerrechtliche Regelungen in der Abgabenordnung der AO ergänzt. Und diese steuerrechtlichen Regelungen sind in der Unternehmenspraxis eigentlich die mit der wesentlichen Gewichtigkeit, weil eben die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung von den Finanzbehörden geprüft wird und diese GOB zur Einhaltung oder zur Ermittlung der von Ihnen zu zahlenden Steuern zugrunde gelegt werden. Die gute Nachricht dabei ist, dass wenn Sie eine formal ordnungsgemäße Buchführung haben, dass dann der Anscheinsbeweis gilt, dass die Buchführung auch inhaltlich korrekt in Ihrem Unternehmen durchgeführt wird. Ungeschriebene Regelungen sind, wie erwähnt, vor allen Dingen Handelsbräuche, zum Beispiel der Handelsbrauch keine Buchung ohne Beleg, der sich zu einer Rechtsregel durchgesetzt hat, oder auch das Ihnen allen bekannte sogenannte kaufmännische Bestätigungsschreiben. Auch dieses kaufmännische Bestätigungsschreiben ist eine in der Buchführung zu dokumentierende Geschäftsunterlage. Kommen wir einmal zu der Frage, wozu das Ganze eigentlich? Was sind die Ziele der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung? Die verfolgen vorrangig das Ziel des Gläubigerschutzes. Sprich, geschützt werden sollen also die Geschäftspartner, die vielleicht Ansprüche gegen ihr Unternehmen haben können. Die GOB sollen sicherstellen, dass ihre Vermögenssituation transparent ist. Die Bilanz soll die Vermögenssituation vollständig und richtig darstellen, so dass dem Unternehmen beispielsweise kein Haftungskapital entzogen werden kann oder sich ein potenzieller Geldgeber anhand der Geschäftsbücher davon überzeugen kann, dass sein Geld auch gut angelegt ist. Für die ganz praktische Umsetzung der GOB ist vor allen Dingen die GOBD relevant. Das wiederum sind eben die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Hiermit werden also die über Jahrhunderte entwickelten GOB in unsere letzten Jahrzehnte, sprich in unser elektronisches Zeitalter, übersetzt. Die GOBD setzen die GOB für die hierfür eingesetzte Software um. Ganz explizit erwähnt die GOBD zum Beispiel ein Lohnbuchhaltungssystem, Kassensystem, Warenwirtschaftssystem oder eben auch ein Dokumentenmanagementsystem. Grundsätzlich ist die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bücher nach den gleichen Prinzipien zu beurteilen wie die Ordnungsmäßigkeit bei manuell erstellten Büchern oder Aufzeichnungen. Hier ist so schön die
Ja, hier kommt so ein bisschen die Historie mit der Neuzeit zusammen. Klar ist, mit Buch ist nicht das Buch gemeint, was wir haptisch in den Händen halten, sondern Buch im Sinne der GOB. Und GOBD sind natürlich, ist jede Form eines Datenträgers, unabhängig davon, ob elektronisch oder eben doch noch die Papierform. Früher sind eben tatsächlich diese Geschäftsbücher in Buchform geführt worden. Schauen wir uns nun einzelne Grundsätze an. Die Zeit reicht leider nicht, um Ihnen jeden Grundsatz hier vorzustellen im Webinar. Ich gehe im Folgenden auf die hier in violetter Farbe ersichtlichen Grundsätze im Einzelnen ein. Der Grundsatz der Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass die Verarbeitung der einzelnen Geschäftsvorfälle nachvollziehbar sein muss. Alle Unterlagen, in denen Geschäftsvorfälle abgebildet sind, zum Beispiel Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Aufträge oder Auftragsbestätigungen, Gehaltsabrechnungen, Verträge oder Steuerbescheide, was immer in Ihrem Unternehmen anfällt, muss aufgezeichnet werden. Hierfür gilt auch das sogenannte Belegprinzip, was auch beinhaltet, dass elektronische Rechnungen auch elektronisch gespeichert und aufbewahrt werden müssen. Papierrechnungen können demgegenüber digitalisiert werden. Und dieses alles muss, je nachdem, wie Sie vorgehen, entsprechend in Ihrer Verfahrensdokumentation beschrieben werden. Der andere Grundsatz der Nachprüfbarkeit bedeutet, dass die Buchführung so beschaffen sein muss, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Sachverständiger Dritter ist mithin jemand, der Ahnung hat von der Buchführung, und der muss aus Ihren Unterlagen die einzelnen Geschäftsvorfälle ermitteln und bewerten können. Kann natürlich auch immer der Finanzbeamte sein, der sachverständige Dritte, der eben im Rahmen einer Außenprüfung Ihre Buchführung kontrolliert. Die Nachprüfbarkeit der Bücher erfordert eine aussagekräftige und vollständige Verfahrensdokumentation. Die Verfahrensdokumentation ist das von Ihnen zu erstellende zentrale Dokument, in dem die organisatorisch und technisch gewollten Prozesse beschrieben sind. Ein weiterer Grundsatz ist der Grundsatz der Wahrheit und Klarheit der Buchführung. Wahrheit in der Buchführung bedeutet, dass alles so gebucht werden muss, wie es wirklich vorgefallen ist. Scheinbuchungen über Vorgänge, die nicht tatsächlich stattgefunden haben, sind hier verbotene Fälschungen. Klarheit bedeutet, dass alles übersichtlich, eindeutig lesbar, nachvollziehbar und geschützt vor Fälschungen sein muss. Geschützt vor Fälschungen, wenn wir nochmal auf die Papiere schauen, bedeutet das zum Beispiel, dass Sie nicht mit dem Bleistift schreiben dürfen, sondern dokumentenecht Eintragungen vornehmen müssen. Sie dürfen keine lose Blattsammlung vorhalten, bei der vielleicht einzelne Seiten ausgetauscht werden können. Und im digitalen Bereich muss jede Änderung erkennbar sein, aus dem System muss erkennbar sein, was stand da vorher und wie ist es denn jetzt verändert worden? Der Grundsatz der Wahrheit und Klarheit der Buchführung wird auch erfüllt durch die zeitgerechte Buchung, was bedeutet, dass jeder Geschäftsvorfall möglichst unmittelbar nach seiner Erstehung zu erfassen ist. Bargeschäfte taggleich, unbare Geschäftsvorfälle innerhalb von 10 Tagen und im Übrigen spätestens am 10. des Folgemonats mit der Umsatzsteuervoranmeldung. Zugleich gilt, dass Sie auf gar keinen Fall Ihre Belege erst alle in einem Karton packen und sammeln dürfen und damit zum Jahresende erst zum Steuerberater gehen können mit der Bitte, dass er jetzt mal buchen möge. Vielmehr müssen Sie grundsätzlich fortlaufend buchen in der sogenannten Journalform. Weiterhin wird der Grundsatz Wahrheit und Klarheit auch durch die Unveränderbarkeit sichergestellt. Dazu hatte ich gerade schon was gesagt.
nicht mit dem Bleistift schreiben, sondern mit dem Kugelschreiber. Und im digitalen Bereich muss technisch sichergestellt werden, die Unveränderbarkeit des Belegs. Es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, bei denen unklar ist, ob sie ursprünglich schon vorhanden gewesen oder aber erst später gemacht worden sind. Bei einer Konvertierung des Datenformats sind auch beide Fassungen zu speichern, sodass die konvertierte Version auch im Nachhinein noch erkennbar ist.